herzlich willkommen zum XMind 2020 Tutorial. Mein Name ist Jan Reichenbach. Ich bin Betreiber von zwei Blogs, janreichenbach.de und lebenslange-motivation.de. Heute möchte ich dir die Mindmapping-Software XMind vorstellen. Ich zeige dir auf, welche Feature es gibt, was man mit der Software alles machen kann, wie man sie nutzt und was das Ganze kostet. Legen wir also mit den Features los. Gegenüber den Vorgängerversionen ist der Outliner neu, der Theme-Editor, das Userface ist verbessert worden und der Bildexport ist auch verbessert worden. Der Outliner, das meint, dass ihr die Möglichkeit habt, das Mindmap in einer anderen Ansicht zu sehen. Hier habt ihr das Mindmap, dann klickt ihr auf Outliner und dann schaut es wie folgt aus. Das ist eine schöne Spielerei. Es gibt einen Theme-Editor, das ist insbesondere deswegen interessant, wenn man ein Mindmap anhand der Corporate Identity Style Sheets erstellen will oder auch eine Marke etablieren will und dann ein bestimmtes Format nutzen möchte. Es gibt die neue Oberfläche. Wir steigen gleich in die Software ein, dann seht ihr selbst, was das bedeutet. Und es gibt einen verbesserten Bildexport. Und ihr habt auch die Möglichkeit, Links innerhalb des Mindmaps zu nutzen. Dann gibt es noch einen Zen-Modus. Der schaut so aus, ist halt dunkel. Und ihr habt auch die Möglichkeit, Latex-Formeln in das Tool zu importieren und damit eure Mindmaps zu bestücken. Das ist insbesondere für wissenschaftliche Mitarbeiter interessant oder auch für Schüler, Lehrer, Dozenten. Es gibt neue Styles. Die haben eine unterschiedliche Struktur. Das sind die eben, diese genannten 6. Und was auch super ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, aus Word innerhalb von XMind zu importieren. Und dann könnt ihr gleich damit weiterarbeiten. Bisher war es nur so, dass ihr nach Word und Excel exportieren konntet. Jetzt habt ihr eben auch die Möglichkeit, aus Word zu importieren. Ich habe das bisher nicht genutzt, aber das scheint mir eine tolle Sache zu sein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in den sozialen Medien teilen, wie Facebook, Twitter, Pinterest und so weiter. Das möchte ich euch jetzt zu den Features gesagt haben. Dann würde ich vorschlagen, steigt mir in die Software ein. Dazu klicke ich auf das X für XMind und dann öffnet sich ein Dialogfenster und hier habe ich die Möglichkeit, ein neues Mindmap anhand dieser unterschiedlichen Styles zu erstellen. Moment. Da seht ihr sie, genau. Oder ich habe die Möglichkeit, auf die Bibliothek zurückzugreifen. Jetzt zeige ich euch mal einen sogenannten Automation Flow. Das schaut wie folgt aus. Also solche Darstellungen kann man beispielsweise XMind erstellen. Ihr habt hier das Hauptthema Automation Flow, dann den Oberknoten, Unterknoten und weitere Unterknoten. Und dann sind noch unterschiedliche Tage hinterlegt. Ein weiteres Template, das ich euch zeigen möchte, ist beispielsweise ein Review, also ein Mindmap, das man dazu nutzt, um das letzte Jahr zu bewerten. Ihr seht, habt ihr in der Mitte das Hauptthema, dann wieder die Oberknoten und dazu die Unterknoten. Und die sind in dem Fall
sogar noch durchnummeriert. Das sind die sogenannten Marker. Und dann möchte ich euch noch zwei weitere zeigen. Einmal das Fischdiagramm. Da muss ich aber ehrlich zugeben, das hatte ich in meinem Studium zuletzt. Und da gibt es eine bestimmte Notation und das kann dann wie folgt ausschauen. Warum das jetzt so ausschaut, kann ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen. Aber da könnt ihr euch selbst einfach mal lesen und nutzen, wenn ihr das benötigt. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen klassischen Businessplan als Mindmap darstellen. Und da haben die eine schöne Vorlage. Und die ist wirklich grafisch toll gemacht. Wie immer bei einem Mindmap in der Mitte das Hauptthema, dann die Oberknoten und dazu die Unterknoten. Und dann ist es natürlich auch noch grafisch sehr ansprechend gestaltet. So, genug der langen Vorrede. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir ins Eingemachte und erstellen einfach mal ein klassisches Mindmap. Dazu mache ich das Ganze groß. Für alle die, die mit Mindmaps noch nicht bewandert sind oder noch nicht so bewandert sind, das Prinzip ist wie folgt. Man hat in der Mitte ein Hauptthema und dann könnte man beispielsweise im Uhrzeigersinn verschiedene Unterthemen haben und die wiederum können weitere Verästelungen, sogenannte Äste haben, also Unterzweige. Und Mindmap kann sich über mehrere Seiten erstrecken. Ich empfehle aber immer pro Mindmap eine DIN A4-Seite. Ihr könnt das Ganze auch mal auf einem ganz normalen Blatt Papier mit Bleistift ausprobieren oder ihr legt sofort los, wie wir jetzt. Genau, was ich euch zeigen will, wenn ihr auf das Hauptthema klickt, doppelklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, das umzumimmen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel vor, Online-Marketing. Und ich möchte dazu 6 Hauptknoten erstellen. Dazu markiere ich den Hauptknoten und klicke auf Knoten, so oft ich eben Hauptknoten benötige. Dann würde ich vorschlagen, ich unterteile das nach Ads, nach Newsletter, nach Blog, nach soziale Medien, SEO und Kunden. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Bei den Ads möchte ich jetzt 2 Unterknoten haben. Genau, wenn ich jetzt, weil der Unterknoten markiert ist, wieder auf den Unterknoten klicken würde, entsteht ein weiterer Ast. Das will ich jetzt nicht, deswegen entferne ich das wieder, sondern gehe zurück auf Ads und füge noch einen weiteren Unterknoten hin. Den ersten nenne ich jetzt Facebook Ads. Den zweiten Google Ads. Newsletter. Da möchte ich eben die Aufmerksamkeit erhöhen auf neue Produkte, auf Artikel und Videos. Mit dem Blog möchte ich
meine Reichweite erhöhen. Ich möchte neue Kunden erreichen. Genau. Bei den sozialen Medien, da möchte ich eben YouTube nutzen. Ich möchte Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Und Xing nutzen. Und das Ziel ist eben beim SEO, bei der Suchmaschinenoptimierung, mehr Besucher, mehr potenzielle Kunden. Genau. Und Kunden ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. Da mache ich noch Podcast. Da möchte ich eben Reichweite erhöhen. Werbung schalten. So könnte jetzt das klassische Mindmap ausschauen. Wie gesagt, das Ganze ist nur ein Beispiel. Jetzt möchte ich es vielleicht noch ein bisschen priorisieren, beziehungsweise erstmal durchnummerieren. Dazu klicke ich auf den Hauptknoten und klicke rechts oben auf Symbol. Und jetzt setze ich die Priorität auf Ads an erster Stelle. Den Blog an zweiter Stelle, den Newsletter an dritter Stelle, den Podcast auf vierte Stelle, die sozialen Medien auf fünfte Stelle und SEO an sechste Stelle. Genau, und dann könnte ich vielleicht das Ganze noch bewerten. Das heißt, die Ads laufen momentan nicht gut. Der Newsletter läuft gut. Der Blog läuft gut. Der Podcast läuft noch nicht gut. SEO ist eher langfristiger Natur, läuft aber gut. Die sozialen Medien laufen. Und schon ist mein Mindmap fertig. Jetzt kann ich das Ganze natürlich speichern. Ich nenne es jetzt Online-Marketing und ich kann das Ganze auch exportieren als PNG beispielsweise. Hier habe ich die Möglichkeit, die Skalierung festzulegen und auch einen transparenten Hintergrund zu verwenden. Das würde ich euch immer empfehlen. Solltet ihr das Ganze beispielsweise in ein PowerPoint überführen, dann ist ein transparenter Hintergrund natürlich von Vorteil. Genau, und dann möchte ich das Ganze aber, also nachdem ich es, weil ich das schon gespeichert hatte im Vorfeld, speichere ich es jetzt nochmal. Und jetzt möchte ich das Ganze aber auch nach Word exportieren. Das nennen wir jetzt einfach mal Online-Marketing-Docx. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und innerhalb von dem Word schaut es wie folgt aus. Auf zwei Seiten habt ihr das Ganze. Gut. Jetzt möchte ich es vielleicht auch noch nach Excel exportieren.
nennen wir es wieder so. Und dann schaut das Ganze wie folgt aus. Also, ihr seht, das Tool ist wirklich mächtig, ist einfach im Handling und ihr habt einen riesen Funktionsumfang. Ich habe euch jetzt lediglich die Basics von dem Tool gezeigt, aber es ist einfach grandios. Vielleicht noch an der Stelle zum Wichtigsten, das hätte ich fast vergessen, zum Preismodell. Ihr habt die Möglichkeit, das Abo-Modell zu nutzen und zahlt entweder 6 Monate lang 39,99 oder für ein ganzes Jahr 59,99 Dollar. Oder ihr nutzt die derzeit aktuellste Version der Software, das ist XMind 8 Pro, und zahlt einmalig 129 Dollar. Ich finde, beide Sachen sind sehr interessant. Ich habe mich für die Abo-Variante entschieden für ein Jahr und teste jetzt die Software aus. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Tutorial Spaß gemacht. Ihr konntet was mitnehmen und an der Stelle abonniert meinen YouTube-Kanal und wenn im Idealfall gebt ihr mir den Daumen nach oben. Vielen Dank und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!